und ist zwar schon ein bisschen stärker gestorben in der Zwischenzeit. Aber trotzdem, lass das, überlass das deinen Minions, dafür sind sie da. Zu prügeln. So, nur noch ein Gauner und dann. Oh, müssen wir noch hier rüber. Alle Truppen noch. Nein, natürlich nicht. Hier sind wieder ein Haufen Leute ausgefallen. Und du und hierhin teleportieren. Du Rüstung. Ihr kriegt auch alle mal Rüstungen. Du gehst trainieren. Und wir wandeln mal wieder Pilze in Materialien um, weil wir wieder viel zu viele Pilze haben. Oh, und ich muss noch bei den Fallen gucken. Die sehen alle eigentlich okay aus. Die Fallen. Ihr seid schon wieder hier oben drin, meine Schreckensfürsten. The archaeologist has found a written passage describing the attack of the Serpent Queen. It says that the crypt of the Blessed Urn was sealed shut to all living creatures. There must be more information nearby. Let's just hope we are tracking the right urn. Das wird ihm erst jetzt sein, dass wir vielleicht die falsche Urne suchen. Ganz ehrlich, das war eine komische Nebenquest, wenn wir dafür nur 15 Gold gekriegt haben. Obwohl 15 Gold sind 15 Gold. Heroes are entering your dungeon. Und es reicht, um ein paar Heroes anzuziehen. Vielleicht war das bis jetzt immer der Grund, weil ich zu wenig Gold hatte, dass keine Helden gekommen sind. Es kommen ja nur Helden, wenn ich Gold habe. Und zwar je mehr, je mehr Gold ich habe. Oh, hi. Massenschlägerei. Natürlich ist mal wieder jemand hier ausgefallen. Also ja, ich muss ehrlich sagen, die Einheiten sind die ganz so voll wie die Einheiten. So, du gehst trainieren. Ich glaube, ich gebe euch mal einen Imp, dass ihr eine bisschen bessere Chance habt zu gewinnen. So, da oben lang und da sind wir einmal im Kreis gelaufen. Und nachher stellt sich heraus, dass das Ding im Zentrum ist. Ich bin ja froh, dass wir die Nebenmission nicht so offensichtlich suchen müssen, sondern sie einfach so finden. Also, dass sie im Spielfortschritt eben kommen. Ich merke auch, ich habe viel zu viele Fernkämpfer in meinen Squads gerade. Naja, ich versuche auch die Schamanen, die ich dabei habe, zu verheizen, die das halbe Dutzend. Oh, da oben ist einer ausgefallen, der wird ja gleich mal ersetzt. Da werden sie hier hingeportet. So. Übrigens habe ich fast gar keine mehr von unseren starken Einheiten. Also die, die auch mit besseren Waffen ausgerüstet sind. Zauberer, Kleriker. Erst auf den Kleriker losgehen. Und da ist die vierte Ruine. Ich hoffe, das ist jetzt langsam mal die letzte. So, noch ein Kleriker übrig. Gut. Squads sehen alle okay aus. Ich merke gerade, mir fehlen ein paar Priester. Das könnte auch noch so ein Grund sein. Mach mal zwei neue Priester. Ah ja, das ist die Auftragsschlange. Hey Deathslayer, the archaeologist has found a tablet showing the location of the crypt. It seems the only way to open the crypt is by using two golden keys from two remote locations. I've marked the locations directly on your map. The crypt itself is placed at the very center of the area you're operating in. Dachte ich mir fast schon.
Okay, ich kann mal raten, die Schlüssel befinden sich auf der Überfallkarte, oder? Nö. Death Slayer, the archaeologist just admitted that he tried to trick us. Forget the golden keys. Just lead him to the crypt and have him bring us the urn. Okay, der Archäologe hat es beschissen. Eigentlich sollte sie ihn gleich mal verkloppen dafür. Aber da wir ihn noch brauchen, eskortieren wir ihn mal in die Mitte der Map. Also hier einfach runter zu, würde ich mal sagen, und dann darüber. Ist ja nicht so, dass wir jetzt einmal im Kreis gelaufen sind, deswegen. So, haben eigentlich alle Rüstungen, die wir Rüstungen haben können. Nein, der hatte noch keine. Die sind hoffentlich beim Trainieren, ja. Jo. Wir sind wieder beim Ausgangspunkt angekommen, tatsächlich. Und ich würde fast schon mal sagen, bevor wir in die Mitte gehen. Ist es wieder mal Zeit für eine Fütterung, oder? Jo, die Jungs sehen gar nicht so toll aus. Und ich könnte mal hier den Trupp hier ein bisschen ummodellieren. So, Priester rein, hier auch ein Priester rein. Die ausrüsten und vielleicht hier unten noch was anderes rein. Ein Recken, ja, der sieht gut aus. Gut. Und wisst ihr was? Dich schmeiße ich auch mal da raus und tue den Todesfürsten rein. So, sehr gut. Essen, essen. Da muss ich die auch noch mal zum Essen schicken. Du musst trainieren und du musst trainieren. Du brauchst eine Rüstung. Jetzt ist Squad 1 da unten hingelaufen und Squad 3 da oben. Oh, maximale Bevölkerung erreicht. Mal wieder. So. Alle gefuttert. Jetzt nur noch du. Fallen können wir keine zurzeit bauen. Wir sind Dungeon Stufe 8 schon. Kriegen wir größere Heldengruppen. Ah ja. So, Leute, die wir nicht unbedingt brauchen. Also gerade die, die sich hier eigentlich sammeln, kommen hier oben hin und bewachen den Eingang, falls Helden durch die Fallen durchkommen. Und die Squads, die dürften jetzt, die Trupps dürften jetzt wieder alle okay sein. Also porten wir sie alle mal hier raus. Und jetzt gibt es hier ordentlich Massenteile, weil hier, hier dürfen ordentlich viele Gegner auf uns warten. Ja, los, alles verprügeln, bevor es uns verprügelt. Da sehe ich schon mal wieder einen Toten vor mir. Nein, er hat es gerade noch so überlebt. Müssen etwa alle das gleiche Level haben an Truppen, dass da Fähigkeiten kommen? Und ich kann noch keine Maskottchen freischalten. Ich kann höchstens hier Thron öffnen. Will ich Thron hier öffnen? Also erstmal will ich natürlich Helden verhackstückeln. Hier unten wäre übrigens auch noch eine Thron gewesen. Die ich hätte öffnen können. Ich hoffe einfach mal, ich verpasse dadurch jetzt nichts anderes, was ich tun.
zulasse. Nein, nur Schätze. Okay. Heroes are entering your dungeon. Heroes in meinem Dungeon. Oh, da kommt eine hübsche Truppe. Das sieht ja wie mal wie ein übler Ort aus. Last. The time has come for the Leash Queen to emerge, and hell follows with her. That's my urn, Bitch Queen. What? You insolent fool! How dare you interrupt my comeback speech? Nothing to it, Missy. See that demon? I'm his advisor. We're a team, he and I. So I'll say it again, even though I hate repeating myself. That's my urn. Hand it over, or we will remove the un from your current state of being. Never! Who do you think you are, human? Perhaps this demon has sided with you thus far, but do you really think that he will stay with you if offered the choice to have me as his partner instead? Yes, of course, you stupid hag! Ask him! He will tell you! What do you say, Peck? You stay with that excuse of an organism, or would you rather join up with a sort of living legend? I'll take my chances with the idiot demonologist. Him I know I can beat. Not to mention eat if he disappoints me. Yay. Okay, die wird ganz schön gewascht. Und sie beschwört Untote. Ignoriert die Untoten, moscht sie. Oh, wir können sie gar nicht moschen, solange die Untoten da noch leben, hä? Wie sieht's mit den Helden aus? Die haben es gerade so durch meinen Dungeon geschafft, werden jetzt aber gleich mal von meiner Willkommenstruppe gekillt. Okay, Rachegeister sind auch ein Zufall. Naja, meine Trupps gehen einigermaßen. Die Bahn ist auch noch okay. Konzentriert euch mal auf die Rachegeister, solange sie noch hier von mir sind. Können wir sie nämlich nicht beschädigen, glaube ich. Ah, da ist noch ein Rachegeister. Jetzt aber müssen wir wieder auf sie einhauen können, genau. Sehr schön. Me? You chose me? Not that I am surprised, not at all, but I have clearly underestimated your intelligence. You look rather daft, you know, not like someone who would... Is it really wise to be giving me second thoughts? Oh, sorry about that, just babbling from the excitement. We are a team, you and I, brothers in arms and all that. Although, technically, I am your maker, which is kind of like a god. Keep it up, little man. All right, I'll shut up. We have the urn, the key to your future kingdom, and the aphrodisiac to ensnare my future bride. Let's show those two-faced morons in Castle Twilight that there's a new power to reckon with on the continent of Ardania. Ja, ich entschuldige mich für das Chatfenster, was gerade in der Zwischensequenz aufgetaucht ist. Keine Ahnung warum. Aber wir haben es geschafft. Wir haben wieder eine interessante Wendung. Und wir haben endlich Runen. Nahkampfgroll. Erhöht die Maximalanzahl von Trupps um 1. Hey, cool, wir können unseren fünften Trupp jetzt freischalten. Sehr schön. Wir haben mehr als genug Erfahrung wieder gemacht. 725 habe ich gesagt, brauchen wir, und wir haben 700 gemacht. Mist. Jo, 25 Erfahrung fehlen uns noch zum nächsten Level Up. Und hey, wir sind in Akt 2 gelandet.